Wer kennt das nicht? Der Kopf brummt und schmerzt. Rund 54 Millionen Deutsche leiden immer mal wieder darunter. Die meisten nehmen dann mal eben eine Schmerztablette. Aber ob das immer eine gute Lösung ist, klären wir in unserer heutigen Sendung. Und damit herzlich willkommen zum gesunden Punkt. Unser Experte heute mal wieder bei uns ist Dr. Hans-Christoph Berger. Herr Berger, schön, dass Sie da sind. Ich freue mich, dass ich wieder hier bin. Kopfschmerzen kennt ja jeder, Sie auch, ich auch wahrscheinlich. Das ist ja kein deutsches Phänomen, sondern betrifft die Menschen weltweit. Die WHO, die geht ja jetzt inzwischen davon aus, dass Kopfschmerzarten eine biologische Grundlage haben. Heißt das jetzt auf der anderen Seite, dass Kopfschmerzen nicht durch äußerliche Faktoren entstehen? Also ich denke, die Ursachen für Kopfschmerzen sind häufig multifaktoriell. Das heißt, es gibt immer verschiedene Ursachen, die einwirken können. Und aus der Sicht der Ganzheitsmedizin, die ich ja vertrete, sind es eben Dinge, die dann auch auf ganz unterschiedlichen Gebieten liegen können. Also das kann Stress sein, der dazu führt, das können Verspannungen sein, die dazu führen, das können aber auch handfeste Erkrankungen sein, die man hat, die sich dann nur in Kopfschmerz als Symptom äußern. Das ist also sehr weit gefasst, denke ich, wie dieses Thema Kopfschmerz überhaupt. Ja, das ist stimmt. Ein ganz allgemeines Symptom erstmal. Das ist ein Riesenthema, das wissen wir ja auch. Wie viele Arten von Kopfschmerzen gibt es denn überhaupt? Also man geht davon aus, dass es so um die 220 verschiedene Arten gibt. Man sieht also schon eine Vielfalt von ganz unterschiedlichen Dingen, die man auch beachten muss dann in der Diagnostik natürlich und auch in den therapeutischen Ansätzen, die es dann gibt. Was sind denn jetzt so die häufigsten Arten von Kopfschmerzen? Ist das so Spannungskopfschmerz beispielsweise oder auch Migräne oder was sind die häufigsten Arten? Also da haben Sie schon die beiden häufigsten eigentlich richtig genannt. Man geht davon aus, dass also die Spannungskopfschmerzen weitaus am häufigsten vorkommen, so um die 90%, sagt man. Und der Migränekopfschmerz, der ja bekannt ist auch, ist dann so an zweiter Stelle genannt. Und danach werden die Kopfschmerztypen immer seltener dann. Man sieht aber auch schon eben an dem Wort Spannungskopfschmerz, dass eben häufig Verspannungen erstmal die Ursache sind. Und weil wir gerade gesagt haben, es gibt so viele verschiedene Typen, also die Kopfschmerzen, die eben aufgrund von zum Beispiel handfesten körperlichen Erkrankungen dann stattfinden, jetzt gar nicht so häufig sind. Kopfschmerzen unterteilen sich ja, da sind wir, glaube ich, dann auch wieder im Thema drin, in primäre und sekundäre. Wo liegt jetzt ganz genau der Unterschied? Richtig, das ist im Prinzip gerade diese Unterscheidung, dass man eben sagt, der Spannungskopfschmerz entsteht eben aus der Spannung heraus oder auch der Migränekopfschmerz hat eben kein körperliches Korrelat jetzt erstmal, wie zum Beispiel, wenn man Kopfschmerzen hat, weil man einen Tumor hat oder weil ein Schlaganfall zum Beispiel Kopfschmerzen verursachen würde. Das sind dann eben sogenannte sekundäre Kopfschmerztypen, die man eben von den primären unterscheidet. Kopfschmerzen oder doch eher ein Migräneanfall? Wo liegt denn da jetzt genau der Unterschied? Das ist unter Umständen nicht so ganz einfach abzugrenzen, aber man geht immer erstmal davon aus, dass man den Kopfschmerz meistens beidseitig hat. Bei den Migräneanfällen ist es häufig so, dass die einseitig tatsächlich auftreten, man also nur auf der linken oder nur auf der rechten Seite dann die Schmerzen hat. In der Migräne unterscheidet man dann auch nochmal Migräne mit einer sogenannten Aura und ohne Aura. Das sind also so Begleitsymptome wie Sehstörungen. Also Patienten sagen dann auch manchmal, dass es eben sogenannte Gesichtsfeldausfälle gibt. Man sieht also an bestimmten Stellen nichts mehr oder das Bild wird verschwommen oder es gibt irgendwelche Muster, die man dann plötzlich sieht, die natürlich da alle nicht hingehören. Das wäre eben so klassisch bei der Migräne. Es ist eine hohe Lichtempfindlichkeit häufig dabei, eine Lärmempfindlichkeit dabei. Also die Patienten igeln sich am liebsten ein, legen sich in irgendein dunkles Zimmer, Gardinen zu, alles aus, nichts mehr an und warten dann, bis der Schmerz besser wird. Und das sind ja dann beispielsweise auch so die Symptome, die so einen Migräneanfall oder auf einen Migräneanfall hindeuten, also praktisch eben diese Lichtempfindlichkeit und so weiter. Genau, das würde sich eben unterscheiden dann jetzt auch vom puren Spannungskopfschmerz. Da hat man meistens dann eben auch einen verspannten Nacken oder verspannte Muskulatur im Schulter-Armbereich, die man dann eben
schnell auch feststellen kann. Und der Migräne-Kopfschmerz tritt eben unabhängig davon aus. Da kann man also auch relativ entspannt im Nacken sein und trotzdem sind diese gemeinen Schmerzen dann eben da. Ja, das ist wirklich gemein. Gibt es denn gesicherte Erkenntnisse darüber, was die Auslöser für die Migräne sind oder für eine Migräne sind? Da wird eigentlich auch viel spekuliert noch. Man weiß das also nicht hundertprozentig genau, weil man eben auch das organische Korrelat nicht hat. Ja, es gibt Migräne-Kopfschmerz, der hat mit Spannungszuständen in Arterien zum Beispiel zu tun. Da weiß man also, die Arterien sind dann entweder besonders eng oder besonders weit. Und dadurch kommen dann diese Kopfschmerzen zustande. Es gibt aber genauso auch Kopfschmerzen, da kann man gar nichts finden. Man kann auch Röntgenaufnahmen machen oder Kernspinaufnahmen machen und würde also keine Veränderungen sehen. Trotzdem sind diese Schmerzen eben vorhanden. Gibt es da, jetzt muss ich da noch mal ganz kurz ein bisschen tiefer einsteigen, vielleicht auch so eine Vererbung oder sonst irgendetwas? Es gibt sicherlich immer eine genetische Anlage dazu. Also wir sehen das, wenn eben bei den Eltern oder Großeltern Migräne bekannt ist, dass dann auch bei dem entsprechenden Patienten durchaus die Häufigkeit gesteigert ist. Dann gibt es aber immer auch wieder diese Diskussion darüber, wie viel wird eigentlich über Verhalten dann weitergegeben. Das heißt, wenn ich Eltern habe, wo beispielsweise die Mutter regelmäßig Migräneanfälle gehabt hat und ich habe das in meiner Kindheit immer miterlebt, dann ist es eben über psychosomatische Mechanismen möglich, dass eben ein Kind dann auch lernt, auf bestimmte Stresssituationen wieder mit Schmerz zu reagieren. Das ist dann wieder Teil so in dieser ganzheitlichen Medizin eher, weil es da auch um die Psyche, um die Psychosomatik geht und um auch die Therapiemöglichkeiten, die sich dadurch eben eröffnen. Also ja, man steht dann auch Migräne nicht immer hilflos gegenüber und sagt, ja, Schmerzmittel und viel mehr weiß man dann nicht, sondern das ist auch immer auf psychosomatischer Ebene behandelbar durchaus, weil da ganz häufig Faktoren sind, nach denen Sie gefragt haben, ja, die eben da eine Mitbeteiligung auch haben. Genau, da gehen wir nämlich jetzt mal drauf ein, denn es ist ja völlig egal, ob der Schmerz jetzt stechend, pulsierend oder dumpfer Druck ist. Entschuldigung, Kopfschmerzen sind und bleiben ja nicht gleich Kopfschmerzen. Und trotzdem nehmen wir in den meisten Fällen ja pauschal erstmal ein Schmerzmittel ein. Sie als Ganzheitsmediziner, welche alternativen Möglichkeiten haben wir denn? Es gibt eigentlich sehr viele alternative Möglichkeiten. Also das ist die erfreuliche Nachricht in dem Zusammenhang. Es ist nicht so, dass man eben da irgendwie jetzt noch einen Ausweg vielleicht hat, sondern viele von den alternativmedizinischen Methoden bieten hier Heilungsmöglichkeiten, Therapiemöglichkeiten an. Ich würde nennen als erstes immer die Akupunktur aus der chinesischen Medizin, die da ganz weit vorne steht, eigentlich immer, wenn es um Schmerzen geht. Weil das ist inzwischen... Also nicht nur Kopfschmerzen, nicht sondern nur Schmerzen allgemein. Ganz genau. Weil da einfach auch wissenschaftlich inzwischen nachgewiesen werden konnte, das ist bei der Akupunktur ja immer so eine Sache, weil das heißt ja, da muss man dran glauben, sonst funktioniert das nicht richtig. Das ist also Blödsinn, man muss da gar nicht dran glauben, sondern das funktioniert in jedem Fall. Und man hat inzwischen eben auch Mechanismen nachweisen können. Es gibt eben Endorphinausschüttungen im Gehirn zum Beispiel als Reaktion auf diesen Nadelstich. Es gibt direkte Schmerz-Weiterleitungsblockaden, die also ausgelöst werden können, sodass im Rückenmark der Schmerz also gar nicht weitergeleitet wird und dadurch eben auch eine Schmerzreduktion wieder stattfindet. Ja. Das sind also wissenschaftlich nachgewiesene Mechanismen, mit denen man gerade diese Schmerzunterdrückung eben sehr gut auch zeigen kann. Ja, lassen Sie uns noch mal auf die Akupunktur so ein bisschen näher eingehen. Also Gott sei Dank haben Sie uns heute auch eine Nadel mitgebracht. Vielleicht können Sie so ein bisschen plakativ darstellen, wie geht man davor bei solch einer Akupunktur im Bereich Migräne, Kopfschmerz? Ja, also es gibt unterschiedliche Arten der Akupunktur. Ohrakupunktur wäre so ein Hauptgebiet und die Körperakupunktur wäre eine zweite wichtige Methode. Beiden gemein ist halt, dass es bestimmte Akupunkturpunkte gibt, die man dann mit einem Nadelreiz stimuliert. Es werden also Nadeln, kleine feine Nadeln gestochen und ich habe heute mit Absicht tatsächlich mal eine mitgebracht, weil häufig Patienten auch kommen und sich unter Nadel immer so eine Kanüle dann vorstellen und sagen, Mensch, das ist, tut weh und kenne ich vom Blut abnehmen und das möchte ich eigentlich gar nicht so wirklich. Aber so ist es nicht. So ist es nicht. Ich habe hier also so eine feine Nadel mal drin, man sieht die also auch kaum in der Verpackung schon. Und wenn man die auspackt dann mal, das ist jetzt eine Ohrakupunkturnadel, da sieht man ja, wie fein die eigentlich ist und wie spitz die letztlich aus. Also mit einer Stecknadel hat das gar nichts zu tun, die hat ein ganz anderes Kaliber.
Und ist das jetzt weich hier in diesem Nadelbereich oder ist das doch fest? Das ist ein Stahl, den man auch biegen kann. Wenn ich das jetzt also so bewege, dann der bricht auch nicht ab, sondern es ist ein flexibler Stahl praktisch. Und da wird eben dann ein Akupunkturpunkt ausgewählt. Und wenn man den am Ohr zum Beispiel hat, wird eben ganz oberflächlich da diese Nadel gestochen. Die bleibt dann in der Regel eine Viertelstunde, 20 Minuten, je nachdem. Da gibt es also verschiedene therapeutische Effekte auch nochmal. Was man da erreichen möchte, verweilt die da, dann nimmt man die wieder raus. Und dann entsteht die Wirkung eigentlich schon, während die Nadel liegt. Und das ist für viele Patienten also sehr angenehm, gerade bei Spannungskopfschmerzen zum Beispiel auch, weil das sofort nachlässt häufig. Und die sagen, Mensch, das ist toll. Also und anders als in der Homöopathie beispielsweise, wo ja erstmal so eine Erstverschlimmerung stattfindet, bietet die Akupunktur da gleich Entlastung. Ja, wobei bei der Homöopathie auch nicht immer eine Erstverschlimmerung da sein muss, sondern man sagt so, in 10% der Fälle gibt es mal eine Erstverschlimmerung, was aber eigentlich eine Überreaktion nur ist auf den Heilreiz, den man gesetzt hat. Den kann es auch bei Akupunktur geben. Also da gibt es auch in seltenen Fällen eine sogenannte Erstverschlimmerung. Das hat aber häufig damit zu tun, wenn der Nadelreiz eben zu stark zum Beispiel gewesen ist, dass sowas dann stattfinden kann. Darf das nur von einem Heilpraktiker Mediziner durchgeführt werden, solche Akupunkturen? Ja, also wir plädieren immer sehr dafür. Es gibt Ärztegesellschaften inzwischen auch, die sich eben damit beschäftigen, die Ärzte auch ausbilden, eben Akupunktur anzuwenden. Und das ist schon an den medizinischen Beruf dann eben auch gebunden. Und man sollte auch immer sich an einen Arzt wenden, weil der eben das gesamte Krankheitsbild einschätzen kann, weil der die schulmedizinische Hintergrunddiagnose auch kennt und der dann zusätzlich eben nach Akupunkturrichtlinien, da gibt es dann eigene diagnostische Kriterien auch nochmal, eine spezielle Kopfschmerzdiagnose stellt, zum Beispiel jetzt aus der chinesischen Medizin. Das ist immer ganz spannend, weil das so sehr blumige Begriffe häufig sind, die die Chinesen sich da ausgedacht haben dafür. Und dann gibt es also bestimmte Kopfschmerzarten nochmal. Da ist also auch nicht Spannungskopfschmerz gleich Spannungskopfschmerz, sondern das gibt unterschiedliche Arten dann nochmal. Die werden dann auch unterschiedlich mit Akupunktur wieder behandelt. Also das ist sehr differenziert. Und wenn man dann jetzt an den Ausgang der Frage zurückgeht, wo Sie sagten, ja, also immer Kopfschmerz, dann ist der Reflex, ich nehme Schmerzmittel, das ist ja relativ plump dann dagegen, wenn man das sieht, was es für Möglichkeiten gibt und die ja nebenwirkungsfrei sind im Prinzip. Aber lassen Sie uns noch mal ganz kurz klären, wie häufig müsste ich mich denn jetzt pieksen lassen, damit ich relativ beschwerdefrei bin? Also das hängt von der Chronizität der Kopfschmerzen ab. Wenn jemand kommt und hat relativ frisch einen Spannungskopfschmerz zum Beispiel, hat sich nachts verlegen, ja, einfach vielleicht war das Fenster offen, ist irgendwie der Wind drüber gegangen oder das Kopfkissen lag ungünstig und man hat einfach eine Verspannung im Nacken, die dann zu Kopfschmerzen führt, das kann man im Prinzip sofort wieder beheben. Da ist also die Wirkung tritt sofort ein, man hat häufig so 80% Linderung gleich und das verfliegt dann. Man kann sein, dass man nach 2 Tagen dann nochmal nachakupunktiert, aber in der Regel ist das dann auch gut. Im Unterschied zu den chronischen Kopfschmerztypen, wo man dann eben eine Akupunkturserie wirklich machen muss, wo man also zum Beispiel alle 2 Tage dann in der ersten Woche akupunktiert, in der zweiten Woche dann noch 2-mal und in der dritten Woche auch 2-mal und dann guckt man, wie die Verbesserung ist und arbeitet dann praktisch an den Berichten des Patienten auch, wie es ihm dann geht und was für Erfahrungen er gemacht hat entlang. Und wenn Schmerzfreiheit da ist, wird man mit den Akupunkturbehandlungen dann seltener, schleicht das aus und dann hält das in der Regel auch. Ja. Nochmal ganz schnell eine Frage. Wer ständig eben Schmerzmittel nimmt, haben wir ja gerade drüber gesprochen, leidet der vielleicht gar nicht unter einem Dauerkopfschmerz, sondern eher so unter einem Entzug? Ist das richtig, ist das falsch? Also das ist auch denkbar. Ja. Also natürlich ist es so, dass erstaunlicherweise, wenn Sie Nebenwirkungsauflistungen von Schmerzmitteln sich mal anschauen, stehen da komischerweise auch Kopfschmerzen als Nebenwirkung wieder drin. Ja. Das heißt also, diese Mittel können auch wiederum Kopfschmerzen verursachen. Insofern ist es natürlich möglich, dass auch eine gewisse Abhängigkeit eben entsteht, dass wenn man eben ein Mittel nicht mehr nimmt, dass dann auch wieder Kopfschmerzen entstehen. Also auch an sowas muss man denken durchaus und eine regelmäßige Einnahme von Schmerzmitteln hat ja auch eine Menge weiterer Nebenwirkungsmöglichkeiten, auf die man dann eben achten sollte, wenn man das macht. Herr Dr. Berger, wir stellen gerade fest, Kopfschmerzen sind ein Riesenthema, wir kriegen das heute gar nicht durch.
Für heute sage ich vielen Dank für das Gespräch und in einer der nächsten Sendungen sehen wir Sie auf jeden Fall wieder und sprechen dann nochmal über die Blasenentzündung. So machen wir das. Vielen Dank. Und das war der gesunde Punkt für heute. Wir sind am nächsten Montag wieder für Sie da, wenn Sie mögen. Bis dahin eine schöne Woche und bleiben Sie gesund.